Ah, Leute, ich bin fix und alle, ich sag's euch. Aber sowas von fix und alle. Sowas von. Also Spiel erstellen. Oh. Silver Ridge Peaks. Wir starten. Wie gesagt, wenn man denkt, es ist schon 6 Jahre alt, ne? The Game. 14 Uhr, no. Wie viel Munition habe ich noch? Ja, genügend hier. Habe noch genügend. Ja, habe noch genügend. Dann drehen wir erstmal hier den Chronometer. Ich weiß gar nicht, wo ich bin auf der Karte. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ah, Dinosaur Hall. I'm here. And then we go. Mal hier, jo, on this direction. Mal on no, the left side. Ich weiß nicht, ja. On the left side. Wir gehen mal dann auf der linken Seite. Jetzt gehen wir aber erstmal hier. Bam. Puma wieder. Puma. Und stell mal auf 8 Uhr und dann müsste passen. Ne? Auf 8 Uhr oder 7 Uhr. 7, nehmen wir mal 7 Uhr. 7 Uhr ausruhen. So, Jesus Christ. Mal gucken, wo bin ich? Ah, ein bisschen weiter rechts. Ein bisschen weiter rechts. Mal auf die rechte Seite gehen. Damit ich ja über da über den Berg, ne? Um an das Gewässer zu kommen. Oder wir gehen mal da runter. Dinosaur Hall, ja, wir gehen andersrum. Wir gehen Dinosaur Hall da runter. Ja. Du, 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 du. Wir haben ja schon wieder einen Puma gehört, ne? Ja, die Musik ist einfach so beruhigend, so schön. Ich liebe Geigenmusik, echt. Und dann noch eine schöne Akustikgitarre dabei. Eine schöne Klampe hier, verstehst du? Ist schon heißer. Deiser, deiser Scheiß, ne? Ja. Ist schon very nice. Tracks are my go-to source for insight into animals in the reserve. Species, number, mood. You can learn a lot about them before you've ever spotted anything. Yo, baby. Ja, mal gucken hier, ob wir irgendwo was sehen vielleicht. Einen kleinen Gubbel-Gubbel. Gubbel-Gubbel. Ja, ja, hinwackeln. Bewegen hier, Olga. Am Frühsport machen, Olga. You know this? Die Olga macht Frühsport. Trabend. Ja, aber ich sehe halt keinen, ne? Sehen von deinen Gubbel-Gubbels? Tun wir ja mal im Moment nothing, ne? Wo wir mal eventuell mal kurz abschlürfen könnten, ne? So, mal zwischendurch mitnehmen. Fast vergessen. Nehmen wir dann hier ohne Zielmanöver. Erlege 3 Tiere mit einem Gewehr und verwerte sie. Gewehrmeister, ja. Jo. Okay. Schauen wir mal. 3 Tierchen mit dem Gewehr.
Könnte machbar sein. Dürfte es nicht so. Könnte man machen, ne? Der war nur ein Stein. Wapiti. Pirschen wir uns gleich mal ran, oder? Wapiti. Du Wapiti, Wapiti. Nice Scheiße. Pirschen wir uns mal ganz locker ran und hoffen, dass uns keiner entdeckt. New Baby? Ich hoffe, da unten sieht mich keiner. Tun wir uns mal da langsam und vorsichtig vor allem ranschlürpen, ne? So neben dem Baum dann. Und dann in der Hoffnung. Da ist nochmal einer. Und da war nochmal einer. Der guckt so komisch. Da hinten ist ein Bär. Da hinten ist ein Bär. Bär. Mal gucken, was wir da gesnackt haben, ne? Mal gucken. Wie war eure Nacht, Leute? Hattet ihr eine angenehme Nacht? Ich hoffe doch. I hope so. Da liegt schon der erste. The first one. Blutbad am Morgen.
Mal da hinterherlaufen. Weil eigentlich müsste ich ja noch einen getroffen haben, ja. Wir sind ja da hoch, ne? Ja. Das Schiss. Ein kleines Häufchen haben sie gemacht. Also einen habe ich auf jeden Fall noch getroffen. Der ist schon mal safe. Wo er dann hier in die Knie gegangen ist. Also ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss erst die anderen hier suchen. Also einen von den Kollegen habe ich auf jeden Fall noch. Da bin ich mir sicher. Ja. Komisch, wenn nicht hier. Wenn ich auch vom Glauben abfallen. Ja, ich sag's euch. Nö. Das war die falsche Spur. Die geht ja alles runter. Die geht hoch, ja. Die geht hoch und da war es ja bei den zwei Steine am Boden da. Da oben, ja. Da sind sie hoch, ja. Da ist Blutspur. I will you. Sehr niedrig. This I will go now. Ob der jetzt halt noch hier ein Level abgegeben hat. Ich mag es mal zu bezweifeln. Wenn es jetzt hier bald weniger wird, dann wahrscheinlich eher nicht hier, ne? Was ich nochmal sagen möchte, nochmal ein dickes Dankeschön an lieben John von gestern. Dickes, fettes Dankeschön, ja. Viel Liebe, viel Liebe. Weil alles Glück der Erde ist. Es ist echt schön, dass noch so Menschen gibt euch. Ja. Echt schön. 7500. Der Schuss war halt ein bisschen schlechter. Ja. Also wenn er jetzt dann abnimmt, dann sehe ich da mal meine, wie sagt man so schön, Fälle schwinden. Ich warte jetzt, bis ich da oben bin. Und dann haben wir halt mal die Popiskarte gezogen. 50, 75. Wir wollen jetzt mal weniger. Ich hätte ihn ja schon gerne. So ist er nicht, ne? Nee, da schaut er runter. Bin sehr verwirrt. Ich schalte doch runter. Dieses Hoch- und Runter-Gedöns ist halt alles sehr verwirrend. Aber ich gehe nochmal hoch. Weil er war ja da oben. Und dann ist er aber wieder runter bei 50 da oben. Hier hat er dann wieder gedreht. Oder ist er wieder hoch? Da ist wieder hoch. Und dann dreht.
Und eine Kugel sehe ich auch nicht. Gehört haben wir ne? Aber gesehen nicht. Fünfzig. 7500, dann ist er wieder runter. Also, ich bin sehr durcheinander. 5075, die äußere Spur nehmen. Nee. Die da. Nee. Hier lang? 5075. Und da muss er ja hier lang sein. Ja. Aber dann wohin? Das ist die Frage, ne? Er muss auf jeden Fall runter sein. Nur wo er dann hingelaufen ist. Keine Ahnung. Dann verließen sie, ne? Ja. Schade, 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 Marke. Falsche Spur. Okay, war halt auch scheiß Schuss, ne? Sind wir mal ehrlich. White alone the yellow from the egg, ne? Das nennt sich Headshot. Ein lupenreiner Headshot. Würde ich sagen, oder? Aber ein arschreiner. Habe ich gerade gedacht, da steht was. Lupenreiner Widget. Da lacht doch das jetzt, oder? Ach, Leute. Da freut sich der kleine Rösch. Mal gucken, wo bin ich? Ah, ich bin hier und. Ah, da haben wir auch noch welche. Ah, da haben wir Hütte. Oder Lonesome Island, ne? Wenn wir jetzt denn hier sind. Nope. Dann holen wir uns den mal. Der Kollege hier. Und sind glücklich. Voll ins Gehirn. Das hilft bei Bären immer am besten. Ja. Muskel, Gehirn, Schädel. 1000 Geldbonus. I love it. Mal schauen, ob wir nochmal die Papillis kommen. Wenn wir gerade da sind, ne? Da können wir nämlich Lone Shore wieder gehen. Ah, der Wind ist schlecht.
Winde schlecht. Aber vielleicht haben wir ja Glück. So aus dem Gebüsch raus, was? Da steht einer. Yes! Yo, baby, yo, baby, yo! I say, Captain! I say, what? I'm so sorry. Wow! Lollipop, lollipop, boop, pop, lollipop, lollipop. Boop, 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 beedle-de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 e. Hat dich doch nochmal rentiert. I love it, I love it. My friends, we got him. We got him. Ich muss mal probieren. Ich kann halt leider nichts tragen mehr. Warum bin ich so schwer? Why I'm so schwer? Im Gewehr. Sieht man noch irgendwas? Oh. Armes Tier, gell? Haben wir für das bisschen Mitleid für das Tier? Nö. Nö. Die hat mich schon genug geärgert, die Kollegen, ja weißt. Von dem her. Ist es aber so, ne? That's life, ne? That's the show Geschäft. Das ist das Showgeschäft. Ja, aber schön ist trotzdem, oder? Wapiti. Wapiti ärgern. Wapiti ärgern. Silbermedal sogar. Ah, Rückgewerbel. Wieder 1000, oh geil. Und 200 EP, oh. Yo, Baby. Da kommt der Freude auf. So. Jetzt gucken wir mal. Da oben hätten wir auch noch ein Sea of Thieves, ne? Oder wir gehen halt wieder in die andere Richtung, zu den anderen Seen. Aber der ist schon, glaube ich, näher dran, ja. Da müssen wir uns ein bisschen rechts drehen. Weil sehen tut er mir jetzt keinen mehr. Aber wo geht's denn da lang? Wenn ich da lang laufe, da kommen wir ja dann in die Richtung. Aber da ist keine Hütte mehr. Da wäre noch eine Hütte. Außenposten. Da müsste ich mich weiter rechts drehen. Und dann da lang laufen, ja. Ja, geh mal da lang. Ja. Weiter links halten dann. Ja, die Richtung so ungefähr. Ja. So, Tagesziel haben wir erreicht. Weiblicher Wapiti
schöner männlicher Vampir, die, oder was heißt schön? Für meine Verhältnisse ein schönes Tier und ein Bärchen ins Birnchen geschossen. Das nennt man dann eine Birnebär. Birnebär. Ein Birnenbär. Wo kommst du denn her? Du kleiner Birnenbär. Was haben wir denn da noch? Ah, das wird eh so ein Hochsitz sein oder sowas, gell? Mit Sicherheit. Oh no. Information-Tafel. Der Wind ist scheiße. Der Wind ist very schlecht. It's very schlecht hier. The wind. When the wind blows. Tickle Lake. Herzförmige Tickle. Wow, schön. Tickle Lake zieht verliebte Paare aus ganz Colorado. Ah, Colorado. Wir sind Colorado. Ah. Dies ist Colorado. Haben wir nicht so gewusst. Ah. Seht ihr, Leute, ich bin hier unterwegs im Bildungsauftrag. Und die Community hier bisschen über die Welt zu informieren, ne? Ja, der Erdkundler hier, Weltenkundler, Hobbygeologe, Hobbyjäger. Ist nichts, alter Mann. Muss man ja, ne? Bildungsauftrag am Morgen. Selbst am Wochenende. Okay. Da macht man da keine Ausnahme, gell? Bilden kann man sich immer, da brauchen wir kein Wochenende oder Wochentage. Da gibt es keine Schonzeit, gell? Weil Wissen ist Macht, ne? Darum heißt ja also Wissen ist Macht. Und wer viel weiß, muss weniger nachdenken. Was ist denn das für ein Spruch? Ah, die Landschaft gefällt mir doch nicht. So, also viel Wald. Viele Bäume, also viele Gassen so, ne? Wo sie sich dann wieder gut verstecken können. Wir sind hier. Ne, wir müssen weiter links. Alter Mann, du musst dich weiter links halten. Viel weiter links. Na, so weit auch wieder nicht. Nein. Wenn ich doch nur wüsste, wie man, dass er nicht rennt und der Automatik, ah, jetzt hat er der Automatik angetan. I can't see you. Es tut mir leid, ich muss halt in deine Richtung laufen. Du Horst. Auch wenn der Wind schlecht ist. Weiß ich das automatische Laufen dran? Und dann. Und dann kriegst du es wieder nicht hin.
Ich krieg's immer hin. Das krieg ich hin, ne? Simpel, oder? Ja, das ist immer, wenn ich mein Kabel aufknick, ne? Immer wenn der ältere Herr das Kabel abknickt. Ich halt mal so, ne? Mal die Lage da unten peilen. Ich sehe dich aber noch nicht. Ist das wieder ein Drama hier? Ja, aber wir kommunizieren wenigstens, ne? Wird er wahrscheinlich weg sein, gell? Da müsste tot sein, ja. What the fool? Wo die jetzt hingeflogen sind, wollte ich gerne mal wissen. Wenn ihr jetzt eine Schroti gehabt hättet, weißt du? Aber die habe ich ja nicht dabei. Verstehst du? Für die Töne. Und sonst so? Alles Bananen? Alles Banane? Der hier liegt. Silber. Voll in Holz.
Schätze mich. Ich sehe nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Auch nicht durchschimmern. Irgendwie. Wie man so krampfhaft versucht, ne, irgendwas zu erkennen. Ne? Bei dem Spiel immer so. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich glaube, er hat sich, also, hat sich verpisst. Nee. Irgendwas, aber das muss was anderes sein. Oh, nervt nicht. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung. I have no idea. Da muss hier irgendwo sein. Ah, hier das Neues hier. Welche Map ich spiele? Silver Ridge Peaks. Silver Ridge Peaks. Scheiße. Wenn ich jetzt eine Tröte hätte, so eine. Wenn ich erstmal wüsste, was es ist, ich glaube, es ist ein Wapiti. Jesus Christ, ja, oh, Leute, ich. Bang your head here. Oh. Weil der Bär kann es nicht sein. Ich bin mir eh zu laut. Da wird sich verpisst haben. Jo. Truthahn, ein Truthahn war es auf jeden Fall mal nicht, ne? Thank you for the follow. Thank you very much, auch wenn ich jetzt einen Herzinfarkt habe, ne? Ich wollte eigentlich meinen Truthähnen hinterhergehen, ne? Aber das kann man jetzt mal wieder abschminken, ne? Ja, wir wollen ja jetzt zum Außenposten, ne? Wir wollen ja zum Außenposten. Jo. Ich glaube, der Puma ist wieder hungrig, ja? Aber ich bin halt auch genau im Wind, das ist halt absolut Müll. Ich muss weiter nach links. Noch links. Ich muss ja in die Richtung. Ich habe die Orientierung verloren. Hey now. Auch nicht so Krach. Diese Pumas, die können eigentlich auch einfach nicht still sitzen, ne? Die sind immer nur am Rumrennen.
Anders wie so ein eurasischer Luchs. Boah, der macht doch mal ein Päuschen und setzt sich auf seinen Arsch, ne? Aber die auch nicht, ne? Scheiß da. Was ist? Der Oklahoma-Bock, ne? Wie heißt er? Dingelbock, ne? Doppelbock, weiß gar nicht mehr. Ich hab den Namen vergessen. Ich hab den Namen vergessen. Doppelbock. Doppelbock ist gut, oder? Das ist halt auch jetzt kacke, dass ich da jetzt da, bis ich zu einem Außenposten kommt, so viel blödes Gestrüpp ist, ne? Aber da oben wäre ja ein Weg, aber auf dem Weg kann ja jeder gehen. Gubbel, gubbel. Wo soll denn der aber da sein? Hinter den Bäumen oder was? Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Da wo ich ihn aber nicht sehe, ne? Weil die Bäume da im Weg sind. Wie kann man mit dem Fernglas ran? Ja, ich weiß ja nicht, mit was du spielst. Ob du jetzt mit Maus und Tastatur spielst oder ob du mit Controller spielst, das weiß ich ja nicht. Ich spiele mit der Xbox über Xbox Cloud Gaming. Also mit dem Fadenkreuz nach oben. Mit dem linken Trigger tue ich ja zielen, also ranmachen und dann kann ich Fadenkreuz hoch oder runter. Fadenkreuz hoch oder runter. Mit dem Fadenkreuz hoch und runter. So ist bei über Xbox. Und immer. Normal. Fadenkreuz hoch und runter. Bitte, bitte. Dann mal Weidmanns Heil, ne? Weidmanns Heil. Jetzt habe ich einen Kumpel verloren. Kumpel! Da unten wäre noch ein See, ne? Wir könnten ja den See da unten mitnehmen. Maybe. Wenn wir schon hier sind. Nein! Oh, du sollst. Bist doch gesund, du Depp. Meldet er sich nochmal? Kubel! Wo? Kollege, ich sehe dich nicht. I can't see you. Zeig dich doch mal, du Simpel. Da hinten ist er. Aber ich sehe ihn nicht. Da ist das jetzt die blöde Gestrüppe da im Weg hier.
Da he fly, oh, fly away, my little friend, eh? Ah, Kacke. Da hinten fliegt er, gell? Ja, wo fliegt er denn hin? Fort von mir! Weiche von mir, Satanas. Wenn ich ihn sehen will. Und wenn ich mich hinhocke, dann sehe ich so dann durchs Gras, ne? Das Getröte geht mir so langsam mal auf die Nerven, gell? Wegen so einem so komischen Gubbel-Gubbel. Und ist er weg, oder was? Jetzt meldet er sich nicht mehr, der Penner. Geht das Ranzoomen auch beim Visier? Ah ja, ist genau das Gleiche. Wenn ich jetzt Visier hab, geht vor und zurück. Genau das gleiche Spiel. Jo, der Papiti gibt's wieder, ja, der Papiti. Aber sehen tue ich trotzdem keinen. It's up in the way. Ist alles das Gleiche. Ich spiele halt über meinen Laptop, über Xbox Cloud. Ja. Weil mein Laptop Schrott. Von dem her. Weil ich habe ja keine Xbox, aber ich spiele sie über das Cloud Gaming vom Xbox Game Pass. Und früher habe ich sie, ich habe ja noch die Variante aus dem Epic Store, habe ich ja noch. Der Hunter. Und habe früher halt immer mit Maus und Tastatur gespielt. Aber da mein Maus kaputt ist, kann ich halt nicht mehr über Maus und Tastatur spielen. Hab keine Maus. Und no cash for a new Maus. Und da war ich schon viel, viel weiter in dem Spiel. Und habe jetzt erst vor einer Woche knapp wieder angefangen mit der Hunter über Xbox Game Pass. Und da muss ich halt mit Controller spielen, aber der ist auch kaputt. Der ist nur geklebt und schon 20 Jahre bald alt. Ich habe halt nur kaputte Sachen. So wie der Kerl. So der Equipment, ne? Schrott. Ah, ich jetzt halt im Moment ein bisschen ruhiger, weil ich möchte ja unbedingt hier an den Außenposten kommen. Oder was ist denn auf Außenposten? Ja. Außenposten, ja. Und da ist halt momentan ein bisschen weniger Action. Aber die hatten wir ja heute Morgen schon. Ganz am Anfang. Das habe ich die letzten Tage gespielt in Kulontido, was weiß ich. Auch schön, ja. Und jetzt spiele ich halt seit, glaube ich, seit 3 Tagen. Heute ist, glaube ich, der dritte Tag, wo ich jetzt in der. Aber mehr DLCs habe ich nicht. Ich habe nur Finnland und das. Kann ich mir nicht leisten, ist einfach zu teuer. Und als Rentner, ne? Sonst hätte ich mir vielleicht noch die Taiga gekauft.
Schön in good old Russia. Auch schön, auch schön. Aber diesmal einfach zu teuer mit 8 Euro. Ist ja noch reduziert momentan mit 8 Euro. Im Microsoft Store. Aber einfach zu teuer. Das ist der Nachteil an der Serie von der Hunter, dass die DLCs halt einfach doch ziemlich teuer sind. Ja, wenn sie nicht gerade mal hier ein super Angebot, Sale-Preis haben, ne? Aber da steckt schon nicht drin, ne? Kann sich ja nicht raussuchen. Hoppla. Mein Controller hat oder entwickelt ein Eigenleben. Hallo? No one and the water? Nee, ich gehe jetzt nicht mehr zurück wegen der Kugels. Oh. Hast du noch andere DLCs oder? Ich meine, man kann ja immer noch auf andere Maps gehen, solange und solange spielen im Mehrspielermodus, bis sie dich dann rausschmeißen. Geht ja auch, aber das ist halt nicht das Wahre, ne? Da gehe ich auch auf eine Map und dann heißt in 15 Minuten dürfen sie das Spiel wieder verlassen, wenn sie es nicht besitzen, das DLC. Das ist halt immer ärgerlich, ne? Wenn man gerade so am Machen und Tun ist und dann muss man wieder runter. Ist halt schade. Suomi. Wie in London. Aber in Finnland, da nerven halt ziemlich die Gänse. Die sind ziemlich nervend. Das ganze Gefiederzeug ist sowas von nervenaufreibend. Das geht dann schon an die Substanz. Und no Tierlies are drinking, oder was? Hallo? Tiere haben keinen Durst. Bin doch richtig? Ah, weiter rechts. Ja, ich möchte da runter. Ohne mich zu verletzen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass da keine Tiere sind, gell? Hätte ja jetzt so oder ein oder andere mal schlürfen können. Bisschen was schlürfen. Jeder Mensch hat doch Durst. Und jedes Tier. Mein Freunde Trüten. Gubel, gubel. Hallo? No? Ein Weibchen. Hatte sie ich ein 100 Winter nicht, oder? Wenn ich sehen würde. I can't see it.
Ich nerven, ja? Da ist er. So, Rosti-Bärli. Jetzt ist rum mit Nerven. Gubbel, gubbel. Gubbel, gubbel, my friend. I love it. Ja, ist halt scheiße. Weibchen und dann. Ja. Bringt halt nicht viel, gell? Aber immerhin ist es der Nervensäge jetzt weg, ne? Eure Nervensäge, weniger. Im Geschäft, oder? Will doch Screenshot machen, mach das Ding weg. Screenshot machen. No. So. So, perfekt Screenshot. Weibeli, Weibeli, Gubel, Gubel. Muskel, Hüfte, Darm. Ganz schlecht hier, ganz schlecht. Aber immerhin, ne? Ist da oben? Was ist denn das? Wo ist dies? Wo ist es? Wo ist es? Was ist das, Leute? Steht da einfach ein Zelt oder was? Das ist schon mal sehr skurril, oder? Ja, holy shit. Ja, wie endgeil. Hat das ist schon mal endgeil. Ja, das ist schon mal Enkel. Das hat man sich merken können. Da könnte man hier ganz gemütlich hier, jo, snack die ab. Gubbel, gubbel. Wo steht er? Ah, da kannst du das ja gemütlich drin machen, ne? Warum steht es da? Ah, das ist ja Weltklasse. Wenn man das jetzt wenigstens markieren könnte, irgendwie, ne? Steht da bitte in der Portalik da ein Zelt, ne? I love it. I love it. Schön. So kleine Gimmicks gefällt mir. Ja.
gefällt mir. Dies ist neu, so. Jetzt haben wir Wapiti, Gubbel Gubbel, bis 9 Uhr. Jetzt haben wir 11 Uhr schon. Wapiti, Gubbel Gubbel, Bär, Gabelbock. Kann man zufrieden sein, oder? Für einen Samstagmorgen? Ja. Wenn dieser blöde größere Rucksack nicht so teuer wäre mit 10.000. Aber da bin ich einfach, ne, das sehe ich nicht ein. Für 10 Mille. Kann ich eigentlich auch zwei von deiner kleinen Tasche mitnehmen? I don't know. Bin ich noch auf der richtigen Pferde? Jo. Gott, so, ja. Kleines Türbeorlege, du, ja. Aber schön, dass wir am Samstagmorgen jemand da ist, so. War auch das Spiel, ne, um die Uhrzeit. Am Wochenende. Und jetzt um die Uhrzeit, ne? Vor allem. Wo die meisten eigentlich dann ausschlafen und sich einen schönen Lenz machen, ne? Finde ich cool, finde ich cool. Echt geil. Dass überhaupt schon jemand wach ist um die Uhrzeit. Ich wollte ja gestern, nachdem ich ja von Donnerstag auf Freitag Freitagnachmittag nicht schlafen konnte nach dem Morgenstream. Habe ja dann gestern abends noch 7 Stunden gestreamt. Und da wollte ich ja eigentlich gestern heute Nacht nach dem Stream schlafen, aber da bist du dann so aufgedreht und da war es ja schon nach 1 und um kurz vor 6 gehe ich ja schon wieder, ne? Da war dann auch noch nichts mit hier Schläfchen machen, ne? Da wäre so ein bisschen K.O.O. auf gut Deutsch gesagt. A little bit K.O. Aber es tut man nicht alles. Bierli? Warnruf, du hast mich doch gar nicht gesehen, du Lutscher. The wind is very bad. Jetzt müssen wir ja eigentlich bald da sein, oder? Oh, a bissl. A little bit left. Jo. Das heißt eigentlich nur die Straße runter, ne? Where are the big brown bear? Fall nicht runter, Olga. I can't see him. Dass die Bären immer so ängstlich sind, wundert mich. Die sind doch viel stärker wie Olga. Das wundert mich so. Ja, aber der ist hier irgendwo im Wald verschwunden, genau. Aber jetzt, ich muss da rechts runter.
Ich sollte da irgendwie rechts runterkommen, ja. Oh ja, easy. 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 Ja, entscheidet euch jetzt mal einer hier. Gibt's aber da Googles? Er ist links und läuft nicht mehr. Lärm. Komm. Ich hab gedacht, das ist der Kopf. Das war gar nicht der Kopf. Du bist so eine Holbirn. Na, ich hab gedacht, er guckt den Kopf raus. Ah. Ich bin so silly. Ich bin wirklich blöd. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Ich habe echt gedacht, das hat sich jetzt bewegt und ich würde mal sagen, dumm gelaufen, ja. Merde. Aber vielleicht ist er nicht so weit weggelaufen. Who knows? Vielleicht rennt er noch irgendwo. Ich komme da nochmal, wenn er Hunger hat. Aber die sind ja so schreckhaft, gell? Die Eumels. Bin ich right? Ah ja, wir kommen genau drauf zu. Damn! Ärgerlich, gell? Sehr, sehr ärgerlich. Mehr, ich hab echt gedacht. Ja, denken, ja. Alter Mann und denken. Ah, haut nicht immer so hin. Wie man sich das gern wünscht. Haut nicht immer so hin, wie man sich das wünscht, ja. Aber so ist es mal im Showgeschäft, ja. Müssen wir ja gleich an der Hütte sein, ne? Du bist ja eigentlich schon fast 10. Der Outpost. Ah ja. Alright.
Machen wir halt nur ein bisschen Lärm, ne? Aber zumindest mal haben wir das. Auch viel wert. Komm, leg mal einen Zacken zu hier, Oliver. Tweet, tweet. Zwitscher, zwitscher. Horst, du kannst mich nicht sehen. You can't see me. You can't see me, I can't see you. Du hast so geile Gummischuh. Rookididoo, rookididoo, Blut ist im Schuh. Dann wechsel mal. Deine Gummischuh, du kleine blinde Kuh. Die Gabelböcke, die sind halt. Arschgeigen. Easy nix. Darum werden wir jetzt hier posting. Fly little bird to Hiroshima. Na na na. Ey. Willst mich ärgern oder was? Der ist doch ein Depp. Jetzt nochmal macht er, hau mal eine. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch? 15 Schuss. Wie viel fehlt mir noch für die Range Master? Ach man, noch 1200. Points. Ba, ba, ba. Ba, da, 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 da. HSS. Oh. Winchester. Halt die Fresse. So geht's Geld flöten, gell? Warte mal, warte mal.
Ein extrem präzise und vor allem sicher, dass für den Gebrauch mit Unterhebel-Repetierblinden ausgelegt ist. Ich muss mal so ein Ding holen, gell? Nein. Wieso? Bist du dole? Ist aber nur einfache Vergrößerung, ne? Das ist ja scheiße, ne? Mit einfacher Vergrößerung, das ist schon für einen Ullerwärschen. Und bis ich da mal die Punkte zusammenbekomme, ja. Was ist denn das Reflektor? Die so werden robust wie sie hat einen umgegriffen. Auch nur einfach. Aha. Lockmittel. Kostet alles zu Haufen Geld. Braucht kein Mensch, ne? Ah, Kleidung. Soll man andere Kleidung anziehen? Jäger aus Kurpfalz. Ich habe noch einen Gilly, ne? Savannenwildhüter. Under Armour tut ein. Nee. Ah, habe ich schon. Ach, das ist doch alles im Müll hier. Ja. Das andere Fernglas brauche ich wie viele Punkte noch? Stufe 3. 29 liegt mir am Arsch. Und diese 10.000, das kann ich mich am Arsch kraulen hier. Verstehst? Muss ich eben 5.000 ausgeben? Nö. Könnt ihr jetzt mal mein Quad holen, ne? Ich bin überlegen, ob ich die TMG mal rausmache. Die TMG. Weil ich habe die Schrot noch drin. Wie viel wiegt die? Gewicht irgendwo. Wir machen mal die TMG raus. Das ist aber nicht viel, ne? Mir fehlen die Kilozahl, verstehe ich, fürs Gewehr. Um die mitzunehmen, kann ich nicht. Soll ich was anderes rausmachen? Büpp, büpp. Aber was? Ich habe noch da eins. Bis 4er, 8, 1 bis 4er, das brauche ich ja nicht mehr. Nö. Das kann man rausmachen. Ah. Kann ich es jetzt mitnehmen? Weil die Schrote hätte ich nämlich auch gern. Ah, oh, 65 Kremle. Leck mir Morsch. Leck mich. Was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist die Hase. Die brauchen wir ja mal jetzt gar nicht, oder? Oder die Ente brauchen wir nicht. No. Ente brauchen wir nicht. Da kann ich aber die Schrote wieder mitnehmen. Fehlt immer noch. Halt's Maul jetzt, du blöder Clever, ja. Dann machen wir die Räuber noch raus. Aber jetzt komm. Lass mich mitnehmen. Ich bin doch mal wieder mit dem Schrot fliegen. Ja, Baby! Ja, Schrank. So, dann mal Waffeln. Warte mal, dann machen wir mal das.
Das hier. Das verschieben. Hierhin. Verschieben. Da, wo ist hier meine Caroline Stewart Flinte? Das machen wir hier hin. Dum, 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 dum. Machen wir hier hin. Yep. Dann Lockmittel. Dum, dum. This one. Machen wir hier hin. Nur. Dann noch Munition. Das ist die Ombre. Ja. Aber jetzt müsste eigentlich alles passen, ne? I hope so. Mal test. Die hat mal wieder nicht funktioniert. Hat mal wieder nicht funktioniert. Munition. This. This. This one. Ah, so, so muss ich es machen. Ah ja, jetzt habe ich es wieder her. This. This one. This one, yes. Die PSG. This one. This one, der Hammer. Jo, passt, passt, passt. Pistolen. Passt alles. Pistole. Passt. Alright, alright. Ah, es ist halt immer ein heulloses Durcheinander, gell? Wenn wir auf die Karte gucken. Bis man das alles hier gemanagt hat, ne? Im Showgeschäft. Dauert alles ein bisschen. Aber wir haben neuen Außenposten, Leute. Leute, 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 Boost, Boost. Maultierhirsch. Maultierhirsch. Where? Also ich sehe mal keiner. Da ist ein Gabelbock. Ah ne, du bist der Maultierhirsch. Bleib doch mal stehen, my friend. Da leuchtet davon. Als ob. Wohin? Where do you go? Ah, die scheint voll ätzend, gell? Wo ist der hin? Da ist wieder so eine blöde Kuppe, ne? Ah, egal, ich wollte ja ins Wasser. Schiss was drauf hier, schiss was drauf. Wollte wenn jetzt noch ein bisschen ins Wasser gehen. Man könnte eigentlich auch nur hier stehen und der Musik lauschen, ne? Wäre ja auch mal nicht schlecht, oder? Einfach ein bisschen der Musik lauschen. Jo, Herr Gabel, wie gehst du mal auf den Sack? Da ist das Wasser, ne? In der Nähe.
Ah, weiter rechts. Aber da stehe ich wieder im Wind. Das sehe ich halt überhaupt nicht, Digga. No. Da gehe ich lieber zu der Maultierhirsche. Maultier. Hört sich fast so an wie Maultasche, ne? Die sind hundertprozentig zum Wasser. Ja. Aber sowas von. Und mache einen kleinen Schlürferli. Hundert pro. Nur sind die wilden Verhältnisse halt mal wieder gegen mich, ne? Leicht. Aber vielleicht aus der Entfernung. Ihr wisst ja, wie das so ist, ne? Man sollte ja nie aufgeben. Don't give up. Na, na, na. Don't give up. Na, na, na. Ah, Kate Bush. Don't give up. Running up the hill. Running up the hill. Moldiloge Pollen. Jo, was habe ich gesagt? Wahrscheinlich sind so eure Schlürfe, gell? Schaut mal nicht gerade nach Hause, ne? Aber der andere ist ja da in die Richtung gelaufen. Dann maybe auf the right side of the Lake Dingster oder Lake hast du nicht gesehen. Maybe. Ich würde aber gern weiter oben bleiben. Hier an die, mehr in die Richtung. Da könnte man ja auch mal wieder Punkte geben, ne? Bison? Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, gell, die Bisons. Da ist schon ewig nicht mehr gesehen. Stimmt ja, ja. Ich wusste doch, ich vermisse doch da irgendwas. The Bisons. Where are my friend the Bison? Yo. Da geht ja gar nichts an dem Tümpel jetzt. Um die Uhrzeit. Na, das nenne ich ja jetzt mal traurig, gell? Wo ist das? Jagdgebäude, ah, Jagdgebäude. Oder müssen wir mal hier zu der Banding District und dann mal zu dem Außenposten da gehen? Zu dem Aussichtsturm, ja? Um wieder was aufzudecken. Wir sind jetzt im Moment hier. Aber das ist mir jetzt zu weit für heute Morgen noch, ja. Das ist jetzt schlecht, ne? Das ist jetzt mal very bad, ja. Bison Schiss.
Aber ist halt auch alles alt, gell? Sehr alt. Aha. Bis 12 Uhr sind sie ja trinken. Ah, ja. I understand, oder I understood. Alles sehr alt. Das sind wieder Rentner hier, ne? It's all very old here. I'm all some cowgirl. Wir haben ja Spiel ja die Olga, ne? Oh, das ist ein Cowgirl. Auch ohne Kaugummi ist am Kau. Nur so unanständig, alter Mann. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Aber die Map ist auch wirklich schön. Oh, sorry. Genauso wie hier in Rocky Mountains. Yukon Valley. Ist genauso geil. Mit den Grizzlies und so. Auch geil. Wo der Schnee ist und so. Auch geil. Ich werde jetzt auch nicht mehr ganz so lang machen. Weil es war doch ein langer. Lange Tage, die letzten. Und oh, mal jetzt mal schauen, vielleicht haben wir da unten. Da unten schon noch mal ein bisschen was. Oh je, ich bin ja ganz falsch. Ich bin ja gut. Das wäre doch ein riesen langer Weg bis dahin. Yo Lollipop. This is a very wide. Und es läuft halt auch jetzt gerade mal kein nix rum, ne? Bist da noch das andere übel dübel. Verstehst? Dass da nicht mal hier irgendwelche Herden oder so rumlaufen. So, auf entspannt, Junge, machen mal einen Familienausflug oder so, ne? Mal sehen, wie geil das aussieht, ja. Alles. Lake Prospect! Ja, howdy! Howdy nieder! Howdy nieder! Immer wieder! Mitten in der Fräse! Wie sieht denn das da hinten aus? Ganz skurril hier. What? Das kam ja von hier. Really? Ja, Windscheiße, ne? Day Army Schnuppering. Aber selbst da sehe ich nur mal was. Ja. Wo die sich jetzt verbömmelt haben könnten, wollten, sollten. Ich sehe auch keine Tiere. Oder? So eine große Fläche, verstehst du? Und no Tierli. Ja, Olga wird noch tierlieb. Ja. Können wir da sehen, ja? Ne, bis da runter kommen wir nicht mehr. Das ist einfach zu weit, Leute. Weil irgendwann muss man ja auch mal Feierabend machen. Klar, die jetzt noch den einen oder anderen hier gern mitgenommen, ne?
Aber wir haben schon heute gut was erreicht. Heute Morgen. Bin zufrieden. Außenposten, 2 Stück. Viele Tierchen. Gubbel war der Highlight. Dann der, die Gubbel. Ich habe jetzt auch nicht. Rinn in die Botanik, ja, sage ich da nur. Rein in die Botanik. Nachdem ich ja mittlerweile schon meinen Ultramarathonläufer-Abzeichen hier habe, ne? Gubbel hört man auch nicht. No. Das könnte jetzt wieder schwieriger werden. Da macht der Brummt frei. Aber ich sehe ihn halt nicht. Ich habe immer Angst, wenn wenn ich ihn sehen könnte. Dann wäre das alles kein Problem. Aber ich sehe ihn halt ja nicht. Durch die Bäume. Gar keine Chance. Da war es so schön, gell? Hier. Und durchs Rausholen vom. Ach, leck mir am Arsch. Ach, leck mich doch. Jetzt haben wir so Mühe gegeben, Leute. Gubbel. So was ist ärgerlich.
Naja. Steckt halt nie drin, ja. Wenn ich wenigstens gesehen hätte, aber da sind immer die ganzen Bäume dann davor, dann hast du aber ganz schlechte Karten, würde ich sagen, ja. Aber obla, sorry. Aber mal ganz schlechte Karten hier nicht. Und hier auf der Heide hier gar nichts. Wie ihr ja seht, ne? Ups, absolutely nothing. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Liebenden. Mon amour. Oh, der scheiß Gubbel ist schon wieder fort, ne? Es ist crazy. You crazy like a fool. Kann man schon wach sein. Wenn man so denkt, von Freitagabend, nee, Donnerstagabend bis jetzt gerade mal eine ganze 1,5 Stunden gepennt. Das zehrt dann schon ein bisschen an den Kräften hier, gell? Und schiffen soll ich auch mal so langsam. Chiffon, Chiffon. Sollten wir auch mal so langsam. Prairie soll ich ja. Ich möchte gerade mal da runter gucken. Ob da unten irgendwas ist, ja, ich sehe mal. Ja, das sind halt die Weiden, verstehst du? Die große weite Prärie hier. Vielleicht kommen wir noch bis zum Wasser. Bis hier der Fluppe hier da aufgeschmärcht ist, ja, ne? Aber schon weiter. Wenn du da keine gute hier Wanderschuhe dabei hast. Oh, da unten ist noch ein Ding. Information. Ja, das schauen wir noch, oder? Jo, Olga. Ich gehe mal davon aus, dass du wach sein kannst. Ne? So schwer schon nicht hier. Dumm Schwätzer. Das Sauerstoffmangel im Gehirn. Gehirn? The Brain? The Pinky, the Pinky und the Brain, Brain, Brain. Du, 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 Der Steinhügel ist doch sicher Information, oder? Je, war ich da schon? Hey, da war ich doch schon! Dussel, what do you do here? You silly asshole. Da war ich ja schon. Ja, alter Mann, ich glaube, du hast dich verlaufen, gell? Hab ich damals da die ganzen Bisons abgesnackt, oder? Nee. Heute waren wir da oben. Haben wir hier alles abgesnackt. Jesus. Jetzt habe ich gedacht, ich entdecke da was Neues. Da war ich doch schon. Das ist ja jetzt mal peinlich hier. Und dann steht mal was da, ne, wo du kurz mal sagen kannst, jo, hallo? Willst du mit mir nach Hause in die Pfanne? Nö. Ich glaub's aber nicht. Ja, die Uhrzeit ist auch scheiße, ne? Ja, 14 Uhr ist immer so eine.
Mittagsschlafzeit, ne? Nach dem Essen Mittagsschläfle machen. Dang. Keiner da, nicht um ein kleiner Bison. Leck mal was. Naja, egal. Egal. Wir sind ja heute weit gekommen. Von dem her passt es ja schon. Habe ich jetzt schon Emotionen ausgerissen, ja. Oh, ich bin zu K.O., Leute. Oh. Full K.O. Die Hunter. Der Engler hätte ich auch gerne mal gespielt, ja, wenn ich das hätte, aber habe ich nicht. Weil Russian Fishing zum Beispiel habe ich auch geliebt. Ich könnte Bassmaster mal spielen, ja. Bassmaster. 2022. Naja. No.